Als ich heute bei Ikea war, habe ich gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, seinen Hund an so einem Pfeiler vor der Tür festzumachen und mir fällt kein Szenario ein, in dem das eine gute Idee wäre. Ihr dürft euren Hund da nicht mitnehmen, also lasst ihn halt für 2 Stunden zu Hause und wenn er das nicht kann, dann wird er es sicherlich auch nicht hinbekommen, auf eine vernünftige Art und Weise bei Ikea vor der Tür rumzuchillen. Und selbst wenn ihr einen Hund habt, der das theoretisch leisten könnte, kann es immer noch passieren, dass irgendein Eumel kommt und es witzig findet, einen Hund mit Steinchen abzuwerfen oder so und dann lernt euer Hund im schlimmsten Fall, dass es total blöd ist, wenn ihr weggeht. Wenn es dann blöd läuft, dann habt ihr in Zukunft ein Problem mit dem Alleinebleiben. Vielleicht übersehe ich gerade irgendwas, aber eigentlich ist die Idee immer lost.